Und damit, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von unserem Let's Play zu Pikmin 2. In Folge 2. Ja, Pikmin 2 in Folge 2. Oh mein Gott, 2 und 2 zusammengestellt ergibt 22. Das bedeutet... War das nicht die Zahl der Illumi-Blödels? Egal, Leute. Es geht ums Let's Play hier, nichts anderes. Im letzten Part haben wir dieses wunderschöne LP begonnen und sind wieder mal auf diesem heillosen Planeten, der definitiv unsere Erde ist, notgestrandet, mehr oder weniger. Louis ist flöten gegangen, beim letzten Mal ging das Schiff kaputt. Ich glaube, Teil 2 startete besser, ja, kann man so sagen. Louis war nicht ganz so scheiße. Also, das war... Schiff kaputt ist immer doof. Und vor allen Dingen, diesmal in Pikmin 2 haben wir keine Tagesbegrenzung. Heißt, wir können so lange zocken, wie wir wollen. Weswegen mir auch manchmal ein bisschen dieser Antrieb fehlt, immer so zu sagen, ja, ich will jetzt so und so schnell sein. Und ich werde auch, glaube ich, hier nicht allzu sehr hetzen. So, wir müssen heute nochmal in das friedvolle Tal. Und, ja, ich würde sagen, wir schwafeln nicht weiter drauf los und sagen, let's go! Ich will noch so ein paar Sachen von den Comments im ersten Part eingehen. Jemand war der Meinung, ja, das ist hier nicht die Erde vielleicht, ne? Weil es gibt ja Pikmin ja auf unserem Planeten definitiv nicht und komische Punktkäfer und so. Auch nicht und auch keine Schlangen-Hybriden. Ihr wisst schon, die aus Teil 1. Guten Morgen, die Herren. Bereit für einen weiteren Tag für den Profit ihrer Firma zu schuften? Schuften hört sich schon wieder so negativ an. Bist du für ein Sklaventreiberschiff? Die Pikmin scheinen noch im Inneren ihrer Zwiebel zu ruhen. Was für faune Kreaturen. Ey. Die leisten mehr als du, Kackschiff. Kein Wunder, dass es ihnen an Überlebensfähigkeiten fehlt. Ey. Wer ist denn hier abgestürzt, du Rostmühle? Stellen sich unter die Zwiebeln, drücken sie A, um sie ins Freie zu rufen. Ach so, sind also doch arbeitsam. Was passiert, wenn ich dich mit A andrücke? Ja, gar nichts. Oh, Olimar ist mal voll gestöhnt. Wenn er an die Pikmin denkt, stöhnt er. So, jemand hat gesagt, ich soll, wenn ich B drücke, an Blasen denken. Natürlich in Richtung Pfeife, auch wenn ich erstmal dachte, was zum Teufel? Ach so, meint er das. Ja, ist vielleicht ein guter Tipp, könnte glattweg funktionieren. So, wir holen uns erstmal unsere Pikmins. Und ich bin im ersten LP von Pikmin 1 schon mal drauf eingegangen. Und zwar, da haben wir den Geigerzähler gefunden. Und wer sich ein bisschen auskennt, der weiß, dass ein Geigerzähler etwas ist, was Radioaktivität misst. Bedeutet im Klartext, wir haben in Pikmin 1 einen Geigerzähler gefunden, der radioaktiv misst. Und wenn man jetzt nicht gerade in Fukushima oder in Tschernobyl ist, dann sollte der eigentlich nicht knarzen. Das tat er aber im LP ziemlich intensiv und daher gehe ich mal davon aus, dass das so quasi eine kleine Insider... Ja, so ein Anstups sein soll, dass die Erde in der Zukunft hier... Ich denke, gehen wir davon aus, dass Pikmin in einer zukünftigen Zeit der Erde spielt, wo die Menschheit schon ausgelöscht ist. Ne? Man weiß ja nicht, wenn der Mensch endlich mal anfängt, sich mit Atombomben zu bomben. Und dann ist wahrscheinlich eh Feierabend mit uns. Okay, wollen wir nicht Schwarzmalerei machen. Aber es ist ja durchaus möglich, ne? Wir wollen ja nie irgendwie verneinen, dass vielleicht mal irgendwann eine Katastrophe passiert, ne? Es ist ja immer in der Welt einer, immer der Krieg will und erstmal hier einen auf Diktator-Action macht. Hust Kim Jong-un. Und von daher, ne, wir sind mal vorsichtig. Aber ich sag mal nichts dazu weiter und gehe einfach mal von dieser Theorie aus, dass die durchaus logisch sein könnte. Hier, komm, sammelt mal schneller ein. Das dauert ein bisschen zu lange hier. Hier, du auch mal. Komm, gib extra Bulkstoff hier. Bisschen mehr Speedy Gonzales und so. Und, nee, von daher, ich denke mal, das ist einfach logisch, wenn der Geigerzähler uns ansagt, ja, unsere Erde ist ausgestorben wegen einer Atomkatastrophe, / Hust-Atombombenkrieg. Ist natürlich jetzt ein bisschen postapokalyptische Scheiße hier, die ich hier fasel, aber es klingt ja irgendwie logisch. Der Geigerzähler ist ja nicht umsonst da, weil es ist jetzt nicht so das alltäglichste Raumschiffteil, was man sieht. Okay, ich kenne mich jetzt mit Weltraumschiffen nicht so gut aus, aber trotzdem, ihr wisst da, was ich meine. Und ja, ich weiß nicht, aber ich fänd's logisch, muss ich sagen. Komm, seid ehrlich, es klingt logisch. Und deswegen sind die Menschen vielleicht schon alle ausgestorben, weil hier auf dem Planeten gibt es ja nicht nur komische Pikmin und Schlangenvögelarten. Nee, es gibt ja auch keine Menschen offenbar. Wir haben weder Pikmin 1, 2 oder 3 noch irgendwo einen Mensch gesehen. Es sind zwar definitiv Hinweise von Menschen hinterlassen. Ich meine, Bierdeckel, hallo? Also ich weiß ja nicht, auf welchem Planeten wir hier sind, aber anscheinend gibt es da doch nicht nur die Deutschen, die Bier trinken, ja? Wobei die Japaner auch sehr große Bierfans sind. Soll aber ziemlich scheußlich schmecken. So, ja komm, seid nicht so depri. Wir müssen warten, bis unsere Jungs reinkommen, denn wir hatten ja schon im letzten Part ausprobiert. Die Tüte braucht 35 Pikmin, das heißt, we still got some time. So, ihr seht, wir haben wieder einen Zeitzähler da oben, der uns angibt, wie lange die Zeit ist. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, waren das 15 Minuten exakt. In Pikmin 3 hatte man das auf 13 oder 12 Minuten runtergekürzt, glaube ich. Und in Pikmin 1 waren es sogar noch 20 Minuten, wenn ich jetzt nicht ganz falsch bin. Ich glaube ja, denn ich erinnere mich noch, dass in Pikmin 1 immer ziemlich genau einen Tag in einen Part passte.
Na, weil 42 wuselst, das ist doch geil, oder? Ich finde das schön. So, hier, push die Button hier. Bisschen Pikmin im G-Action. Oh yeah. So, hier, du bist ein Stöpsel, ja, hier, flop und tot. So, wenn man die Jungs trifft, also gut trifft, exakt den Rücken trifft, sind die mit einem Treffer down. So, ich überlege gerade, könnte ich das Teil da hinten schon einsammeln? So, hier haben wir einen weiteren Schatz. Was ist das? Kann man es anquatschen wie ein Pikmin 1? Nee, leider nicht. So. Drei muss ich übrig lassen. Wie sie sich da einreihen hinter uns. Das ist voll süß. So. Ah, 35, schön. Wo tragt ihr das lang? Seid bitte so schlau und tragt es am Käfer vorbei. Dann kann ich nämlich hier schon mal drei Leute ranwerfen. Hep, 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 hep. So. Wo willst du denn hin? Wolltest du Schlawiner? Und ich habe schon wieder die Schultertaste gedrückt. Dann wird noch ein bisschen dauern. Okay, die tragen es vorbei. Das ist sehr intelligent. Ja, dann würde ich sagen, wir können uns schon mal die Pikmin von da hinten holen, oder? Oh. Das ist doch kacke. Komm, wir klopfen den einfach schon mal ein bisschen hier. Hey, du, aufstehen! Frühstück ist fertig! Wutsch, wutsch, wutsch! Ihr seht schon, der hält eine Menge mehr aus. Der ist ja auch ein bisschen größer, wenn ich das mal so formulieren darf. Und das Schöne ist, wenn ich A drücke, boxt auch Louis zu. Und man kann den Kleinen dann so ein bisschen trollen und so ein bisschen anfänglichen Schaden verursachen, weil er beißt immer daneben. Er ist sehr ungeschickt, was das angeht. Immer auf seinen Arsch ruft. Ne? Wer mag es schon, am Arsch geschlagen zu werden? Ich auf jeden Fall nicht. Nein, ich spare mir jetzt jeden Witz in der Richtung. Wow, Hilfe. Wutsch, wutsch, wutsch. Wow. Louis, chill. Chill, Louis. Er hat schon die Hälfte. Okay, wir kommen, lassen in Ruhe. Ist ja lame, was wir hier machen. Wir holen mal unsere Pikmin. Die sind nämlich, glaube ich, gleich fertig. Ich krieg euch. Ich hab mich geschlagen. Ja, ja, komm. Wir kommen gleich wieder. Kannst du dich schon mal hinlegen und dich noch ein bisschen erholen? Ich glaube, der lädt sich auch wieder auf. Guck mal. Er hat jetzt so knapp über ein Viertel, würde ich sagen. Fies. Komm, mach mal hin hier. Hey, helft ihn mal. Helft ihr Lappen. So, wir zupfen schon mal. Oh yeah! Und wir kriegen eine zusammengetretene Dose. 170 Krücken für totaler Müll. Woher weiß er, dass das Müll ist? Weißt du, warum ist Müll was wert? Das macht doch gar keinen Sinn. Egal. Guck mal, wie sieht das, die Öffnung mit den zwei Strichen und den Punkten aus wie ein Smiley? Mit einem weit aufgerissenen Mund und Oberlippenbart. Ich und mein Nerdbrain. Egal. Da oben soll ich einen Fünfer gesehen. Den nehme ich nach mit. Was? Ich habe A gedrückt und er ist... Okay. Ja, ist okay. Ist cool. Alles Schnachter. Reichen die? Nee, die reichen nicht. Das sehe ich von mir aus. Helft mal schneller hier. Hopp, hopp, hopp. Wir haben noch zu tun. Wir haben noch zu tun. Wir müssen noch den Käfer wegboxen. So. Aber wir kommen jetzt erstmal mit hier. Die 44 sollten reichen. Die 5 können wir nachher auszupfen, wenn der Käfer drin ist. Da... Der läuft ja immer noch. Ach, da hat mein Spiel wieder Loading-Probleme gehabt. Das ist aber in Pikmin 3 auch noch nicht behoben worden. Nintendo dafür ein bisschen No-Go und so, weil das ist uncool. Und da ist er down, der dicke Klumpen. So, hat noch gleich einen Fünfer hinterlassen. Ich habe schon wieder die Scheißkamera gedrückt. So, dann nehmt mal. Kommt, nehmt mal mit hier. Nehmt richtig viel mit. Nehmt richtig viel mit hier. Hier, muss mit Schmackes gehen, muss mal ein bisschen schneller laufen und so. So, hier auch noch zwei. Und der Rest macht schon mal an der Mauer weiter. Ja, wisst ihr, kloppt noch mit ihren kleinen Plättchen gegen in der Eiseskälte. Es tut mir leid. Aber ihr müsst arbeiten. Denn Louis ist zu blöd zum Arbeiten. Louis checkt das nicht. Der hat bloß immer Hunger. Der will immer nur fressen. Genau wie ich. Nein, gar nicht wahr. Pling, ploing. So, ah, ich habe gerade das erste Drittel der Mauer fallen hören. Das wird hier mal so schön durch ein symbolisiert. So, komm, helf mal hier. Helfen! Help this boys! Yay! Schneller geht's nicht, Leute. Wird aber noch besser. Leider sind unsere Pikmin sehr unausgebildet und das signalisiert ein Blatt auf ihren Kopf. Später gibt's Methoden, um das zu verbessern. Dann sind die wesentlich schneller und so. Also, wenn wir jetzt einfach mal gerade auslaufen, dann sind die einfach nur slow. You too slow. Würde Sonic jetzt sagen. Ach nee, ist ja jetzt ja Smash U-Zeit. Dann würde er sagen, I'm not really feeling it oder so, ne? Irgendwie so, ne? Hier diesen Schild-Insider und so. Kennt die ganze Welt ja. Habt ihr mein Facebook-Bild vielleicht gesehen, ne? Hier, I'm really dealing it, ne? Und so, erstmal mit so einem Drogentütchen in der Hand. Oh Mann. Gibt's doch zu. Eure Lordschaft macht nur Scheiße. So. Ja, ich weiß, er luchst, der Klinggeräusch. Ich meine, ich mach das einfach mal automatisch. Kommt mal mit hier!
Ist ja gut, euch ist kalt, ne? Oh, sie haben es gedidelt. Pünktlich wie die Maurer. Wie die Abrissmaurer? Ich weiß schon. Wie schaffen es die Pikmin, eine so massive Rammerwand einzureißen? Mit Teamwork. Louis hat Oli Masi mit den Anwendungen des Pikmin-Kommando... Pikmin-Kommando-Protokolls vertraut gemacht. Schwieriges Wort für mich. Offensichtlich nicht. Bitte erlauben Sie von Gehensweise. A, schmeißen. Ich kürze das mal ab hier, ne? Gruppieren B. Also entlassen. Gruppieren B? B ist pfeifen. X entlassen. C, lenken, erteilen Befehle. C dient dazu, Pikmin in Richtung des Schatzes gegen das ausschwärmen zu lassen. Reihe und Glied aufzustellen. Glied. Egal. So, dann kommt mehr meine fleißigen Arbeiter hier. Mann, auf euch ist wenigstens verlassen, ging ja zu Louis. Der baut in Teil 3 nur Scheiße, der Bengel. Kacklöffel, du. So, egal. So, wir können auch changen, wenn wir kommen. Guck mal, hört mal. Olimo! Louis. Olimo! Louis. Ja, ich weiß, ich verschwende gerade Zeit, ist mir aber egal. Denn ihr seht, it's water. Ja, so eine Scheiße, hier kommen wir ja gar nicht weiter, ja. Dann müssen wir da in die Höhle rein. Und nachdem wir die Höhle gemacht haben, glaube ich mich zu erinnern, ist der Tag sowieso vorbei. La 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 la. Ih, da stinkt's draus. Interessant, warme Luft strömt aus diesem Erdloch, diesem Loch im Boden vor ihm. Was mag wohl im Untergrund vor uns warten? Die Hölle. Was ist los? Sie beide zeigen Anzeichen von Unbehagen. Ist doch bloß eine Höhle. Ja, das sind... Jetzt müssen wir es mal nüchtern betrachten. Diese Höhlensysteme in Pikmin 2, die werden wir noch öfter finden. Also eigentlich kann man quasi sagen, wir sind dann 80% des Spiels in Höhlen. So ungefähr. Keine Angst, die Pikmin-Truppe des Anführers wird sie begleiten. Auch meine Forschungsgondel wird mit ihnen in die Tiefe vordringen. Geil, draußen wird erstmal rumgeballert. Ich habe Fenster ganz leicht offen. Das ist ziemlich uncool. Nähern Sie sich dem Loch und drücken Sie A, um es zu betreten. Ne, gehen wir doch einfach mal rein hier. Let's go! Höhle des Ursprungs. Da oben seht ihr ganz schwach ein Feuer, Wasser, Blitz und... Symbol, was man nicht so richtig erkennen kann. Also ich jetzt jedenfalls nicht. Soll aber Gift darstellen, was uns darüber warnt, welche Elemente uns in dieser Höhle erwarten. Möchtest du dieses Loch mit deinen Pikmin treten? Schätze 0. Pikmin-Truppe 70 von 70. Jahre na. Let's go! Ich weiß gar nicht, ob 70 Maximum ist. Ich glaube... Ich hoffe es mal einfach, ja. Wenn nicht, ist nicht gut. Wenn doch, ist doch gut. Höhle des Ursprungs. Sub-Level 1. Oh, voll süß. Wir haben ganz viele Schnupsis mittlerweile. Was für ein Gewusel. Die Wusel-Wusels. Alle müsste dieses Let's Play Let's Wusel heißen. Faszinierend. Meine Wärmesensoren zeigen an, dass das Innere dieses Lochs wärmer ist als die Umgebung auf der Oberfläche. Ist ja wie auch logisch. Erdwärme, Kumpel. Die Analyse lässt vermuten, dass subterrane Bereiche andere Lebensformen hervorbringen, als man sie auf der Oberfläche finden kann. Wenn Sie unterirdischen Terrain überprüfen wollen, überprüfen Sie Startpause, um mit mir zu kommunizieren. Ich bin nicht nur ein Schiff, ich bin auch ein Allzweck-Unterstützungsgondel. Mach doch nicht so schwere Wörter draus hier. Ich das nicht kriegen in mein Brain. So, komm mal her hier. Komm mal zu Papa hier. Erstmal hier rauszoomen. Was ist denn mit dir? Oh, steh auf, Kumpel. Komm schon. Hat dich einer umgeschubst? Komm, sag mir, wer war hier? Der war's. Welcher denn? Egal, später. So, was haben wir denn hier? Oh, guck mal, gleich mal einen Schatz gefunden. Gleich mal mitnehmen, das Scheißding hier mit Viere. Ja, komm, hier den Rest hier, das, der Höhle. Waschen mal durch hier. Ja, komm her, Kumpel, du bist down. Oh nein, er hat einen gefressen. Oh, lame, wie dumm. Nein. Griffel, Hey, da bricht mich nicht. Wieso hat er denn gefressen? Scheiße, dumm. Dieses noch scheint sehr tief zu sein. Ich habe mich voll verworfen gerade. Meine Sensoren melden noch tückerisches Terrain voraus. Louis, sie erinnern sich doch, dass man sie mit Kamera mit LZ justieren kann. Oder? Können. Gut. Ihr Gesichtsausdruck lässt aufschließen, dass sie es nicht tun, dass sie es noch tun. Ausgezeichnet, dann gehen sie auf das Loch zu und drücken sie A, um es zu betreten. Nö. Ich will nicht, hier ist noch was zu finden. Guck mal, hier ist eine Orange. Ah, oh, plopp. Oh, was ist denn das? Seven Up. 7 Leben? Name, Durstlöscher-Emblem für 100 Gold. Pokus. Pokedollar? Egal. Durstlöscher-Emblem.
Woher wissen die, dass das so eine... Also 7-Up ist ja eine Marke, die gibt's ja auf der Erde wirklich. Das ist ja das Coole an Pikmin. Es ist so überall so eine pseudo-versteckte Markenwerbung enthalten. Das ist so, ich finde das irgendwie lustig. Das hat irgendwas... Irgendwas hat das. Ich find's cool. Wir finden auch teilweise sogar deutsche Produkte hier. Obwohl das Spiel ja ursprünglich aus Japan kommt. Da hat man sich dann einfach deutsche Produkte genommen und da dann hier die Schätze eingefügt. Finde ich irgendwie lustig. Ich finde, das hat irgendwas. So, mach mal schneller hier. Was dauert das so lange? Schneller, Mann! Lauft! Und wir haben einen Pikmin verloren und haben jetzt 69 Pikmin, egal. Das war auch keine Absicht, Leute. Ich würde niemals absichtlich Pikmin umbringen. Also hört Mike absolut gar nicht. Das sind auch meine Schnupsis. Guck mal, die Füße sind so süß. Was haben wir denn da bekommen? Wie können Sie diese Bestie nur als Schatz betrachten? Bestien sind mit meinen Schaltkreisen nicht kompatibel. Aber eine Orange, oder wie? Ich denke, ich werde diese Ungeheuer in meinem Frachtraum lagern. Orangen sind mit ihm kompatibel, aber Viecher nicht. Das ist seltsam. Ich glaube nicht, dass diese Ungeheuer viel wert sind. Sind sie auch nicht, aber ich werde sie trotzdem einsammeln. Ja, unter der Erde kann man daraus keine weiteren Pikmin machen. Wir können unter der Erde keine Pikmin vermehren, Leute. Ja, ist ein bisschen knifflig. 180 für... Zitrusklumpen. Also ich glaube, auch wenn sie die Erde als Planeten so nicht kennen, viele Items werden auch richtig identifiziert. Was mich immer ein wenig verwundert. Ich meine, warum wissen die, dass das eine Zitrusklumpenfrucht ist? Warum wissen die, dass 7-Up ein Deckel von einer Trinken, einer irgendeine Limo ist das, glaube ich. 7-Up. Das ist so eine Cola-Marke, glaube ich, in Amerika. Schlacht mich tot, weiß ich doch nicht. Aber auf jeden Fall kenne ich die Marke. Habe ich schon mal irgendwo den Deckel gesehen. Spiel wurde gespeichert. Das Spiel ist auch ein bisschen... Ja, es ist so wie ziemlich simpel, weil es wird jedes Sublevel gespeichert. Ich könnte jetzt einfach sagen, gestorben. Schnell mal Reset und so. Und dann, ja, also so kann man quasi gestorbene Pikmin retten. Das ist ein bisschen lame, finde ich. Ein Pikmin 1 müsste man noch den ganzen Tag resetten und du frisst den nicht, Kumpel. Kannst du mal voll vergessen. So. Und, oh, guck mal da, ein Globus! Aber nur die Nordhälfte. Egal, schlepp das mal erstmal nach Hause hier. Wir gucken schon mal, was ist das denn hier? Geil, Mann! Ein Globus, ja. Guck mal, da ist Deutschland. Irgendwo. Da, das grüne Ding da, glaube ich. Das grüne Ding da. Hört sich irgendwie sehr leicht verwerflich an, egal. Es ist nahezu unvorstellbar, dass ein so immenses Objekt hier auf lange Zeit vergraben lag. Wieso? Die Gestaltung der äußeren Hülle scheint die Oberfläche dieses Planeten vom Weltall aus gesehen darzustellen. Gut analysiert, Kumpel. Sag Gott sei Dank nicht, dass es ein Fußball für obergroße Tiere ist. Vielleicht kann dies einen anderen Zweck dienen, als nur Altmaterial zu sein. Aber wie sollen wir es transportieren? Ich fürchte, dass nicht einmal 100 rote Pikmin in der Lage wären, es zu bewegen. Aber wir können immer nur 100 benutzen, Leute. Ja, wie geht das wohl? Die meisten wissen es. Oh, guck mal, 100 ein. Das ist aber sehr akkurat. Ja, nicht mal 100, ja, 101. 101. Dalmatina. Okay, haben wir leider nicht. Selbst wenn wir 100 rote Pikmin hatten, das würde nicht reichen. Vor allem ist eigentlich so voll beknackt, da müssten sich alle 100 Bus ein bisschen mehr anstrengen, würde es trotzdem klappen, aber... Hey, don't question the physics in games. It's always logic. Ja. Niemals die Logik in Spielen anzweifeln, Leute. Das macht dann die Spiele nur kaputt. So, was ist denn hier überall Krabbelzeugs rum? Ich mag euch nicht. Geht weg. Tschüss, Mann. Ja, baff, 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 baff. Tot, Mann. Du frisst den nicht. Ich wollte gerade sagen, du frisst den nicht, Kumpel. Kannst du mal voll knicken. Ist aus dem Maul gesprungen. Immer die überleben ganz knapp, die werden dann immer aus dem Maul fallen nach dem fast gefressen sein. Er hat schon drauf rumgeknuspert. Die arme Sau. Hoffentlich geht's ihm gut. Ihr könnt ja eure Kumpels verarzten, wenn sie denn, wenn man Not am Pikmin-Mann ist, ne? Und so. Ach, so ein Scheißvieh! Tot. So, mal auch mal abtransportieren, den Schmarrn hier. So, hä? Uns fehlen 17 Pick... Ne, 27. Hä? Egal. Mal kicken, was ist denn hier? Oh, Blümchen! What the fuck? Die einzige grüne Stelle in der Höhle. Die Blumen sind noch sehr wichtig hier im Spielverlauf für uns. Erstaunlich, eine Blume gedeiht in einer Höhle tief unter der verschneiten Landschaft. Wenn ich wärmer ist, warum nicht nur? Hier unten ist es merklich wärmer als an der Oberfläche, obwohl ich kriege gar kein Sonnenlicht. Obwohl, hier scheint es hell zu sein. Sehen Sie doch, die Pikmin wirken ruhelos. Es scheint, als würden sie sich danach sehen, in die Blume geworfen zu werden. Na, das lässt sich doch machen, Leute.
Ich darf schon mal ein bisschen spoilern. Übrigens, man kann die Büsche auch freischalten, wenn man einmal durchläuft. Aber manchmal, wenn man durchläuft, kriegt man auch... Und hier jetzt wohl anscheinend gerade nicht, leider. Schade. Gut, dann machen wir das einfach mal. Hui! Oh, nur 5 Stück. Die Blume ist verwelkt, aber... Guck mal, was da rausgekommen ist. Schwarze Triebe. Das Spiel ist voll rassistisch. Goll. Es passen immer nur 5 rein. Das geht auch nicht, man kann es auch nicht überlisten, das System. Gut, Leute, dann würde ich sagen, Pflückezeit. Ah, eine neue Pikmin-Art. Und sie ist fett. Also, cool fett. Nein, echt fett. Und es hat Haare. Nur 5, sieht aus wie Humor. Erstaunlich, ein lila Pikmin. Es hat Haare und es wirkt eher stämmig. Das ist aber noch galant ausgedrückt. Es scheint sehr schwer und fett zu sein. Das war nicht mehr sehr galant. Diese Art von Pikmin wurde in ihrem Bericht nicht erwähnt, Olimar. Es ist ja auch neu. Neu in Pikmin 2 gibt es 2 Arten, ja. Es muss sich um einen völlig neuen Typus handeln. Typus Virus. Attacke Pikmin-Bombe. Oh Mann. Pikmin können also durch einen Wurf in eine Blume verwandelt werden. Faszinierend. Vielleicht gibt es noch andere Arten zu entdecken. Mick, Mick. Oh, ich finde die Fetten cool. Die Fetten sind geil. Guck mal, sind die nicht fruchtig? So, jetzt kann man übrigens mit, wenn man A gedrückt hält, kann man mit dem linken und dem rechten Steuerkreuz die Wurffarbe wechseln. Und dann reiht sich das nach mal so vorne ein und... Boom. Es fliegt zwar nicht sehr hoch, aber auch genauso weit wie andere Pikmin, aber es ist halt wuchtig. Es schlägt halt richtig gut ein beim Werfen und allerdings haben diese Pikmin einen ganz großen Nachteil. Sie sind lahm. Lahm! Aber richtig lahm. Die Dinger sind so slow motion, wenn ich hier jetzt hochlaufen würde, ohne aufzupassen, glaube ich, würden die hier auf der Strecke irgendwo stehen bleiben und denken, unser Anführer ist weg. Unser Führer ist weg. Das sagt die Braun damals bestimmt auch. Egal. Egal. Ich habe jetzt nichts gesagt an der Stelle. Habt ihr nicht gehört oder so? Nee, nee, nee. So. Und diese Pikmin werden uns jetzt helfen, diesen Globus tatsächlich abzutransportieren. Man mag es gar nicht für möglich halten. Denn diese Pikmin tragen so viel wie 10 Pikmin einer anderen Farbe. 101. Und ein Pikmin hängt dran. Und das reicht schon für 10. Heißt, wir können jetzt alle unsere 10 ranschmeißen. Und das sind schon 100 Pikmin. Na, die mathematische Gleichung will ich aber sehen, vor allem, wenn ich jetzt hier einen ranmache. Das Lustige ist, es sind zwar 101 von der Zahl her, aber das zählt ja trotzdem nur als 11 Pikmin von der Geschwindigkeit her, weil die ja ziemlich langsam auch beim Abschleppen sind. Ja, ist das eigentlich so eine Zehntel Traggeschwindigkeit. Deswegen würde ich sagen, helft mal bitte. Louis, was ist los? Alles klar. Ja. Er beschwert sich nur, er will raus aus der Höhle, hat bestimmt schon wieder Hunger. Ja, Leute, jetzt dürfen wir uns hier ein bisschen hier die Zeit totschlagen. Ist ja alles cool, ne? So, mal gucken, wie lange geht der Partner auf? Wir haben noch keine Zeit mehr. Verdammt! Ich habe wieder nicht aufgepasst. Verdammt. Okay, Leute, ich sagen, wir bringen den Globus jetzt rein. Schneller! Ich schieb mit! Hört euch an, ist das nicht süß? Meine kleinen Schnupsis. Komm schon! Ja, brave Pikmins! Küssenkeks. Hier, guck mal, ihr kriegt alle einen Keks. Gott, wenn Oli mal hier Kekse verteilen will und alle wollen haben einen, wird das echt viel. Der Sphärenatlas für 200 Kröten. Cool. Und der hat extra Bling Bling. Guckt euch an. Ist das nicht geil? Guck mal da. Guck mal da, die können wir ein bisschen Geometrieunterricht machen. Guck mal, kennt ihr die afrikanischen Länder? Ich kenne die auch nicht alle auswendig. Warte mal, das da an der Spitze ist, glaube ich, Somalia. Das weiß ich. Oder war das grüne Somalia? Da irgendwo eins in der Ecke da. Und das grüne oben rechts ist Ägypten. Und irgendwo ist noch Marokko. Und Libyen. Ach man, Geometrie ist bei mir. Das ist Japan! Das Grüne da, der lange Strich. Ja, yeah, das ist Japan. Hier haben wir noch einen Rest Amerika und Kanada und Grönland? Fragezeichen? Ich glaube ja. Ich bin nicht so gut in Geografie. Im Inneren dieses Spheroiden scheint ein Mikrochip eingebettet zu sein. Ist aber ein komischer Globus. Das ist ein Globus von der NSA, ein Schmuggeldatenglobus. Fehler, ich konnte nur einen Teil der Daten dekodieren. Hä? Da habe ich allerdings neue geografische Karten erhalten. Du hast den Globus gescannt. Ich werde diese Daten in meine planetare Datenbank eingeben und sie Sphärenkarte nennen. Cool.
drücken Sie Startpause, um mich zu kontaktieren und den Forscherausrüstung auf dem Radarschirm durchdrücken von L aufzurufen. Wir sind nun über diese neuen Daten. Da wir nun über diese neuen Daten verfügen, sollten Sie morgen das dekodierte Territorium erkunden. Geil, Leute, ja, so spielen wir hier im Spiel neue Gebiete frei. Leider ist es nicht so wie bei Pikmin 1, dass man hier an der Overworld die ganzen Sachen sammeln darf, sondern den meisten Zeit werden wir tatsächlich durch Höhlen latschen und hier großartige Erkundung machen. Wir haben die lila Fettis freigeschaltet hier. Unsere kleinen dicken... Ich könnte jetzt was ganz, ganz Falsches sagen. Nein, Leute, wir sehen uns zunächst mal wieder. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Freut euch auf noch mehr Pikmin-Arten. Warte mal, hier halt, ich habe noch was zu tun. Genau, hier, passt mal auf hier. Achtung, C-Knopf on. Do the Pikmin Dance, the Pikmin Dance, the Pikmin Dance, the Pikmin Dance. Ich hab's vermisst. Okay, Leute, nächstes Mal sehen wir uns wieder. Bis dann wieder. Macht's gut, haut rein. Tschüssi, Koski und ciao.